Seid ihr alle bereit für die Geschichte? Ja, oh, Moment, jemand sitzt auf meinem Schwanz. Oh, oh nein, das war ich ja selber. Hey, bist du etwa noch länger geworden? Probleme mit deinem Schwanz? Das ist genau wie in Bartolocchio. Ein Moment mal, ist das wie die Geschichte von Pinocchio? Es ist ganz genau so, nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Es war einmal ein alter, einsamer Puppenmacher namens Sepetto. Ja, schon wieder gewonnen. Schon wieder gewonnen. Schon wieder gewonnen. Schon wieder gewonnen. Ah, Bartolocchio, ich wünschte, ich hätte einen richtigen Freund, mit dem ich spielen kann. Ta-ta-da-da! Wow, eine Feenprinzessin. Ja, das bin ich. Ich bin hier, um dir deinen Wunsch zu erfüllen. Denn genau das tun Feenprinzessinnen. Wirklich? Du wirst meine Freundin und wirst mit mir spielen? Beinahe richtig. Pass auf. Yippidi, yappidi, babbeli, boo. Wir sind am Leben und jetzt bist's auch du. Hey, ich kann mich bewegen. Wow, ich bin lebendig. Und hungrig. Gibt's hier Snacks? Wow, du hast meine Puppe in einen echten Spielkameraden verwandelt. Mit echtem Fell, echten Schnurrhaaren und einem echten Bauch, der ganz schön Hunger hat. Und sieh mal, was ich alles machen kann. Bin ich nicht eine talentierte Katze? Natürlich bist du das, das habe ich gut gemacht. Okay, ich habe noch andere Feenprinzessinnen-Aufgaben. Man sieht sich. Und denk dran, sei ein braves Kätzchen. Mach's gut und danke für den fantastischen Schwanz. Ein echter Freund. Was sollen wir zuerst machen? Oh, ich weiß, nicht bewegen. Okay, nicht bewegen. Bin immer noch hungrig. Oh, was ist das denn, Knuspriges? Köstlich! Was ist das? Fischpusti-Cracker? Ich liebe Fischpusti-Cracker! Oh, Sepetto sagte nicht bewegen. Was, wenn er sauer wird und die Feenprinzessin das mitbekommt? Vielleicht verwandelt sie mich dann wieder in eine Puppe. Guck mal, ich hab dir diese ganzen... Was ist denn hier passiert? Hast du dieses Chaos angerichtet? Chaos? Welches Chaos? Etwa dieses kleine Chaos? Nein, das war ich sicher nicht. Dein Schwanz, er ist gerade gewachsen. Was? Nein, ist er nicht. Da, schon wieder. Also selbst wenn, ist das nicht meine Schuld. Scheint so, als würde dein Schwanz wachsen, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Aber ich lüge nie. Ich bin die ehrlichste Katze, die es gibt. Und sollte ich jemals lügen, würde ich wohl damit aufhören. Denn ehrlich gesagt ist Lügen etwas ganz Schreckliches. Und ich würde niemals über das Lügen lügen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur mal kurz meine Pfoten waschen. Danke. Warte. Bartolocchio. Lauf nicht weg. Komm zurück. Bedauerlicherweise haben wir gerade mit Betriebsverzögerung zu kämpfen. Wir bedanken uns für Ihre Geduld. Hey, was dauert das so lange? Ich sagte, wir bedanken uns für Ihre Geduld. Okay, Menno. Bartolocchio? Bartolocchio, ich hab dich gefunden. Zum Glück geht es dir gut. Ja. Gesund und munter. Wieso können Sie nie hören? Wer, ich? Nein, du meinst eine andere Katze. Lügst du etwa schon die ganze Zeit, seit du am Leben bist? Nein, 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 nicht die ganze Zeit. Nur immer dann, wenn ich rede. Mein Schwanz, er ist ja geschrumpft. Du musst einfach nur die Wahrheit sagen. Ich hatte Angst, du würdest mich in eine Puppe zurückverwandeln, weil ich ein böses Kätzchen war. Ich finde ein bisschen Chaos nicht so schlimm, solange du mein Freund bist. Wirklich?
Dann war ich das alles. Ich habe die Snacks gegessen, den Saft getrunken. Ich habe alles umgestoßen, als ich getanzt habe. Und als ich gesagt habe, ich würde nicht lügen, war das eine Lüge. Cooler Limbo. Entschuldigt, ich wollte eure Tee-Party nicht stören. Entschuldigt die Unannehmlichkeit. Na, alles klar. Wir fahren weiter. Ich liebe es, am Leben zu sein. Das war ich auch. Wollen wir eine Runde spielen? Und so lebten sie für immer aufrichtig zusammen. Zu Ende. Tolle Story, True. Vor allem der Teil, wenn die Feenprinzessin den Tag rettet. Danke. Findest du deinen Schwanz immer noch zu lang, Bartleby? Nein, er ist absolut perfekt, so wie er ist. Du würdest doch nie irgendwelchen Ärger machen, oder? Hör auf, mich zu kitzeln. Okay, das reicht jetzt. Gerade noch habe ich vor allen von dir geschwärmt. Also hör jetzt auf. Okay, stopp.